Es ist schon spannend, was der Markt da aktuell macht. Es ist kaum zu glauben, denn wenn wir mal sehen, was der Dow Jones hier gerade fabriziert, er ist gerade, na, ziemlich deutlich auf dem Weg nach unten. Mal eben schnell 100 Punkte verloren in wenigen Minuten. Kein Drama, aber zumindest mal nicht wirklich die beste Voraussetzung für einen richtig bullischen Markt. Allerdings ist damit der Dow Jones nicht ganz auf der Meinung der Tech-Titel, denn die sind nach dem letzten Abstieg schon wieder in den letzten Minuten tapfer auf dem Aufwärtsweg. Ihr seht, Dynamiken gibt es gerade genug, allerdings in sehr unterschiedliche Richtungen. Das zeigt ein wenig die Zerrissenheit des Marktes und gibt vielleicht eigentlich den besten Spannungsbogen, um mal zu schauen, ob wir jetzt heute Nachmittag den Dreh mal nach unten bekommen können. Wir hatten das ja schon mal angedacht. Bislang gab es dafür keine Zeichen. Auch jetzt ist der Nasdaq da noch nicht wirklich ein Zeichengeber, denn das, was wir hier sehen, ist in der Abwärtsbewegung auf jeden Fall korrektiv gemessen an dieser Geschichte. Also böte sogar noch mal die Long-Richtung und hier im Nahkampf, sage ich immer, also wenn wir das hier uns angucken, vielleicht sogar die nächste tolle Chance hier für die Long-Seite, wenn der Markt das letzte Zwischenhoch hier triggert. Das ist allerdings noch zu finden. Noch zeigt der Markt es da ja nicht. Also Zerrissenheit hier an den verschiedenen Märkten. Gucken wir uns den S&P an mit dem Marktbreiten. Der ist auch eher übergeordnet, wenn wir uns das 15-Minuten-Bild hier angucken. Korrektiv auf der Abwärtsseite unterwegs. Das würde auch für die Fortsetzung nochmal sprechen. So ähnlich hier im Kleinen wie das, was wir hier im Großen hatten. Auch hier hatten wir ja eine ganz klare wechselseitige Wackelbewegung hier und die Fortsetzung hier nochmal nach oben. So ähnlich könnte das uns heute Nachmittag hier auch nochmal eine Chance geben, für die Long-Seite einzusteigen. Ausgehen vom Tief, das letzte Zwischenhoch nochmal durchstoßen und dann mal schauen, wohin das Ganze führt. Also das müsste man sich nochmal im Nahkampf, also im kleinen Bereich dazu angucken. Das ist natürlich hier nicht der richtige Rahmen. So schnell kriegen wir das Video nicht online. Wenn ihr solche Sachen auch mal dann in Realtime, naja, Realtime kann ich natürlich nicht machen, aber zeitnah bekommen wollt, dann meldet euch gerne an fürs Born for Trading. Da weise ich auf solche Situationen hin. Eine hatten wir eben gerade, die ist allerdings schon in Luft aufgelöst, denn eigentlich Gold hat eine ähnliche Situation gehabt und da hatte ich schon vermutet, Mensch, vielleicht haben wir da die Chance, wenn der Kurs hier nach oben triggert, also hier drüber geht, dass man dann die Long-Seite nochmal fahren kann, auch über die 1900er-Marke hinaus. Was hat der Markt gemacht? Er hat eben genau nicht getriggert, ist eben vorher schon nach unten weggedreht und hat uns damit durch diese Trigger-Überlegung diesen blöden Trade, hier oben einzusteigen und dann doch nach unten wegzutauchen, jetzt erstmal erspart. Gibt es da jetzt was Neues draus zu sehen? Ja, vielleicht schon, denn dadurch, je mehr das jetzt nach unten die Steilheit eben mit sich bringt und je wackeliger dann die Aufwärtsrichtung ist, desto eher ist dann die Chance gegeben, dass das Ganze dann eine Fortsetzung nach unten nochmal gibt. Also ihr seht, vielleicht kommen wir damit jetzt auf den Trichter, dass diese gesamte Bewegung nach oben jetzt ihr eine ordentliche Korrektur vollzieht. Denn ihr seht schon, ich zeichne das hier durchaus dreiwellig oder zumindest wackelig. Also meine Erwartungshaltung über alles gesehen, also im etwas größeren Bild, ist nach diesem Abpraller hier durchaus positiv immer noch hier zu sehen. Aber jetzt aktuell macht es wohl wenig Sinn, jetzt hier auf die Long-Seite zu wechseln, solange der Markt hier quasi wie ein Stein fällt. Also, es bleibt spannend. Guckt weiter ein bisschen auf die Märkte. Wenn ihr hin und wieder Unterstützung gerne hättet, meldet euch an für Born for Trading. Dort gebe ich immer wieder dann solche Nachrichten auch mal über Smartphone von wegen, ah, jetzt dreht er wahrscheinlich doch das und das wären sinnvolle Einstiegsmarken. Da kann man das ein bisschen nachvollziehen. Ansonsten kann ich euch sowieso empfehlen, meldet euch an für den Trade des Tages, denn da stellen wir immer wieder eine Situation vor mit ganz konkreten Handelsmarken, auch in Ruhe zum Nachlesen. Also für alle, die das Format mögen, kann ich das unbedingt empfehlen, zumal es nichts kostet und euch rechtzeitig informiert, sobald die Nachricht dann von uns draußen ist. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, toi 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 an den Märkten. Wir sehen uns. Bis dahin euch alles Gute.